Moin, salve a tutti. Wir haben Freitagvormittag. Es ist 9:26 Uhr. Und gestern Abend oder irgendwann in der Nacht hat mich jemand gebeten, ich soll doch mal einen Film machen über den MDAX. Ich hatte gerade eben mal ein paar Minuten Zeit, habe ich mir das angeschaut und da fallen mir echt eine ganze Menge Sachen auf. Deswegen ziehe ich diesen Film jetzt hier vor. Heute Abend kommt dann natürlich der DAX, aber den mache ich jetzt hier mal. Und ich mache den nicht nur mit die Analyse, sondern ich zeige euch auch, wie ich da die Scheine raussuche. Ich gehe mit euch in die Marktkapitalisierung. Das ist nämlich auch wichtig. Also das kann sein, dass dieser Film jetzt hier 10 Minuten oder 12 Minuten dauert. Aber da ist eine ganze Menge drin, was ich als also edukativ weitergeben kann. Also vor euch liegt der Monatschart vom MDAX. Hier seit 2012. Das ist die 20-Monatslinie, das ist die 200-Monatslinie. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. In der ganzen Zeit, ich habe leider nur die Kurse von hier irgendwo 2011, in der ganzen Zeit hat er die 200-Monatslinie eigentlich nur dreimal gesehen. Einmal, zweimal, dreimal. Das hier war Corona. Und jetzt hat er in den letzten 2 Monaten der MDAX zweimal, also fast punktgenau drauf aufgesetzt. Der DAX hat ja ziemlich viel verloren, Nasdaq auch. Der im Moment auf dem aktuellen Kurs von, wo ist er, 25.500, ich runde leicht, verliert der MDAX in diesem Jahr vom 1.1. 29%. War aber an der Spitze bis hier runter bei minus 40%. Das ist überwiegend geschuldet solchen den Immobilienwerten. Da ist Warta. Das sind, ich meine, da sind schon hochinteressante Werte dabei. Wir gehen auch gleich mal auf die Marktkapitalisierung. Aber das sind so die Werte, die Hypoport, die da mal richtig auch reinknallen. Und ich schaue beim MDAX, das ist ein Fehler von mir, das gebe ich ehrlich zu, meistens nur auf die Zahl, aber nicht immer auf das, was dahinter steht. Aber gucken wir mal weiter. Die Bänder sind aufgegangen. Das ist jetzt Zeit, jetzt müssen wir schauen, wann war denn das? Das war im Juli, sind die Bänder mal nochmal deutlicher aufgegangen. Nach dieser Abwärtsbewegung geht jetzt das obere Band in die Horizontale. Das ist ein, Achtung, das könnte fertig sein, Signal. Ja, spreche ich immer mal wieder. Ich gehe auch mal näher ran, dass man es besser sieht. So, geht in die Horizontale. Das finde ich erstmal positiv. Ich vermute, oder vielmehr, ich behaupte, dass diese Bewegung fertig ist. Das Momentum ist raus. Dann kann er entweder seitwärts gehen oder leicht korrektiv. Korrektiv wäre meistens bis zur 20-Monats-Linie. Das sind 5000 Punkte, das ist ein Haufen Holz. Weiterhin fällt mir auf, dass das MACD, der Monat ist noch nicht rum, deswegen muss man ein bisschen aufpassen, ja? Lang, kurz, kurz, erfüllt meine Bedingungen einer positiven Betrachtung. Und die Stochastik ist jetzt bei 17. Wenn wir schauen, wo der Monat schließt, ob die dann schon über 20 geht. Also nochmal das zurückgedreht, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Auf Monatssicht. Ja, also jetzt meinetwegen, sagen wir mal, sparplanmäßig. Ja, dass man da jetzt vielleicht mal was kauft und dann sich das hinlegt mit Sicht auf ein Jahr. Bitte mit einem kleinen Betrag. Gehen wir mal ganz kurz auf die Woche, ob die nennenswert anders ist. So, jetzt haben wir hier die 200-Wochenlinie am oberen Band und hier ist die 20-Wochenlinie. Wir hatten hier schon lang, kurz, kurz, wir hatten hier ein Kaufsignal. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. 22.353. Und das ist zeitlich kongruent mit einem Kaufsignal in der Stochastik. Also wenn ich das hier so sehe, dann muss ich da öfter drauf schauen, respektive auch mal auf die anderen Indizes, TecDAX oder sowas, muss ich einfach mal drauf schauen. Man muss ja nicht immer nur den DAX handeln. Aber das sieht eigentlich ganz okay aus. Wir haben die 20 Tage, das ist diese klassische Korrektur hier, 20-Wochen-Linie und wir sind drüber und jetzt momentan ist er ein bisschen drüber, macht nicht viel. Auf den ersten Blick sehe ich das hier als Widerstand. Da sind wir bei 28.400. Ja, das ist, wenn ich das einfach mal so runterzähle, ist das das letzte deutliche Zwischenhoch. 28.400. Und das verbindet sich in etwa mit der 200-Wochen-Linie und dem oberen Band. Also dieser Bereich hier ist ein fetter Widerstand. Nach wie vor alles positiv, kann ich nicht meckern. Jetzt gehen wir mal zum Tag, da muss ich ein bisschen basteln. Es gibt hier über den TradeFox die Möglichkeit, sich die Dow-Theorie, wo sie da einzeichnen zu lassen. Und dann kommt das dann hier so raus. Ich habe mir das mal angeschaut, ich mache das Faden kurz, kurz raus. Ich bin nicht mit allen Zählungen so einverstanden. Also zum Beispiel, das ist alles okay hier, dann geht er hoch.
Aber hier setzt er egalisiert bis auf wenige Punkte dieses Tief. Deswegen, ich hätte diese Linie bis hier gezogen und dann die nächste bis hier und dann runter. Also mir fehlt dieser Punkt hier dazwischen. Dann, das stimmt aber nach meiner Betrachtung auch wieder, geht dann hoch. Und tatsächlich, das ist für mich eine offensichtliche Korrektur hier. Ich hätte die bis hierhin gezogen, da hoch, das C hier hoch gemacht und dann runter. Jetzt haben wir hier einen Doppelboden. Einmal, zweimal. Tja, das könnte man sogar auch noch zählen. Das ist eine Frage, wie pingelig das ist. Ich lasse den jetzt mal raus, da sind wir eh schon drüber. Aber dieses Ding hier ist eigentlich für mich ein C. Ja, hier ein B, da ein C. So, und wenn ich das mache, dann kann ich sagen, hier ist ein Widerstand. Ja, ein bisschen höher genommen, sind wir jetzt da. Und dieser Widerstand, das ist ein bisschen dünn, Entschuldigung, machen wir den mal auf 3. So. Und damit habe ich ein kleines Doppeltop in der Höhe des oberen Bandes. Wir sind aus dem Band raus, ziehen nach, legen noch einen drauf und dann fahren wir wieder ins Band. Wenn ich das denn jetzt hier mal sehe, ich lasse das wie oben mal weg, haben wir ein Verkaufssignal, hier auch sogar relativ frisch auf Tagesebene. Also ich würde das so formulieren, dass wir durchaus nochmal runtergehen können auf diese 24.500. Das entspricht in etwa diesem Chartpunkt hier unter 20-Tage-Linie. Sagen wir mal 24.000, um tiefer zu gehen. Bis dahin kann er nochmal gehen. Aber wenn der das hier rausnimmt, wo ist denn? Nehmen wir mal hier den Hochpunkt. Der Hochpunkt ist 26.413. Wenn er das rausnimmt mit Schlusskurs, ist er über dem oberen Band, über diesem Doppeltop, dann ist die nächste wichtige Marke erstmal hier so 200-Tage-Linie, da gucken bestimmt viele drauf, 27.500, wobei die jetzt ein bisschen weiter fällt, aber eigentlich dieses Ding hier, 28.400. Also da gibt mir, wie ich finde, schon ein relativ klares Kaufsignal, wenn wir hier drüber gehen. Ich möchte jetzt gern, dass der sich das abbaut, denk mal an den letzten Chart, den hatte ich gezeigt von Mercedes, ja, abbaut bis zur 20-Tage-Linie und da muss man zusehen, dass man reinkommt. So sehe ich das. Ganz kurz mal zur Marktkapitalisierung. Das ist eine Seite, die findet man bei Finanzen.net, wenn man eingibt Marktkapitalisierung MDAX. Da sieht man auch die ganzen anderen hier. Jetzt mache ich das mal ein bisschen hoch. Ich glaube, die sind ziemlich korrekt, die Listen. Ja, das sind 16 Milliarden Vantage Towers. Ja. Und wenn die natürlich dann heftig fallen, ich habe jetzt den Schaden nicht im Kopf, ja, dann tut es weh. Genauso Carl Zeiss, Commerzbank, aber die waren in letzter Zeit immer besser. Und hier unten gibt es dann, also da sind echt Perlen drin, also auch Sixt und natürlich Lufthansa, Hugo Boss, gefällt mir jetzt mit der China-Öffnung auch gut. Und hier unten sind die Warta. Ich habe den Eindruck, dass hier nicht alle Werte drin sind. Also das ist irgendwie, da scheint was zu fehlen. Wie auch immer, hier unten sind die Warta und die haben natürlich auch heftigst verloren im Jahr. Genauso wie diese ganzen Immobiliendinger. TeamViewer war, glaube ich, auch nicht so gut. Aber das ist halt mal so eine Liste. Es tut immer ganz gut, da mal wieder reinzuschauen. Ich wusste jetzt ehrlich gesagt nicht, dass Vantage Towers da der größte ist. So, machen wir das mal raus. Und jetzt gehe ich mal mit euch in die Scheine rein. Also als erstes gebe ich hier oben ein, das ist jetzt die Goldman-Seite, MDAX. So, und das ist auch schon wieder eine Geschichte, die mir auffällt. Wir haben beim DAX, ich glaube, 57.000 Scheine. Beim MDAX in Knockouts sind es nur 4.023. Also drücke ich da mal drauf. Jetzt suchen wir uns mal einen Punkt raus. Also ich vertrete die Ansicht, dass wir nochmal hier runter gehen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einen Schein finden, der drunter ist. Und beim MDAX, da darf man nicht auf 1.000 Punkte gucken. Wenn das hier 24.500 ist, ich habe vom Chart her das hier als Unterstützung, sind wir also bei 23.000. Dann suche ich mir nochmal einen Schein, 22.900 zu 23.000. Ich gebe ein, die Richtung, Long, Knockout. Was haben wir gesagt? 22.900 zu 23.123. So, von 4.000 Scheinen kommen wir jetzt runter auf 19. Als Typ gebe ich ein ohne Stop-Loss. Also kein Mini-Future. Laufzeit, Open-End. Und dann habe ich nur noch 9 Scheine. Jetzt mache ich das so, ich sortiere das mal nach der Knockout-Barriere. Die ist jetzt oben 0,9 und hier geht es runter bis 9,75. Das wäre eher das, was mich dann so interessiert, dieser Bereich hier.
Jetzt gucke ich als erstes auf den Spread. 8 Cent. 3 Cent. Das passt. 5 Cent. Ja. Was haben wir da? Da. Also 8 Cent. Ich denke jetzt mal laut. 8 Cent finde ich viel. 5 Cent lassen mir gefallen. Ja. Also da würde ich jetzt mal sagen, da fliegt die Hypovereinsbank raus. So, jetzt schaue ich auf die Preise. Ich nehme hier die Knockout-Barriere, 9,27, 9,28, das ist also ein Punkt. Ja. Die sind eigentlich fast gleich, da reden wir hier vom halben Cent. Die Sockche 9,30, 2,57, ja, die ist schon mal teuer, fliegt also dann auch gleich raus. Hier, das kann ich auch nochmal vergleichen, 69 zu 70, der Preis ist gleich. Also würde ich sagen, fliegt die Hypo raus und die Sockchen, das heißt, ich kann jetzt diese Liste von 9 nochmal reduzieren, indem ich sage Goldman, Morgan Stanley, UBS, Citi. Das habe ich dann schon mal reduziert auf nur noch 6. Ich habe natürlich meine Lieblingsemittenten und wenn man zum Beispiel über Scalable handelt, dann kann man ja auch von denen, jetzt hier momentan, kann man nur Goldman handeln. Aber ich finde die Preise völlig, völlig in Ordnung. Also die geben sich hier alle nicht viel. So, da ich meine ganzen Scheine über Scalable handel, nehme ich jetzt also Goldman und zwar den hier. Das ist also ein 22.964er. Das ist ein Hebel 10. Der ist nicht hoch. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann bekomme ich hier also die Kennnummer und kann das dementsprechend kaufen. Steht im Moment bei 2,50. Gehe ich zurück auf den Chart. Wie gesagt, das sind 22.964er. Den kaufe ich nicht jetzt. Ich habe zwei Möglichkeiten, den zu kaufen. Einmal, wenn wir dann hier irgendwo runtergehen und ich sehe, dass hier eine Stabilisierung anfängt, weil beispielsweise die Technik hier komplett runtergegangen ist oder hier auch nochmal, wäre das eine Möglichkeit, zumindest mal die Hälfte oder ein Drittel der Position aufzubauen. Ich kann aber noch warten, sollten wir, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, hier nochmal in diesen Bereich reingehen, dann würde ich die hier auch nehmen. Aber man kann den auch kaufen, wenn wir hier mit Schlusskurs drüber sind. Sollten wir allerdings das machen, hier mit Schlusskurs drüber gehen, dann brauche ich keinen Schein, der hier unten ist. Dann würde ich wahrscheinlich einen nehmen, der unter der 20-Tage-Linie ist. Dann spare ich mir nämlich, was waren das eben, 22.900. Dann kann ich so in Richtung 24.200 gehen, je nachdem, wie lange das dauert. Dann bin ich auf jeden Fall näher dran, habe einen höheren Hebel. Aber den suche ich jetzt mal nicht raus. Also grundsätzlich gehe ich davon aus, wir haben nochmal das Risiko, hier runter zu gehen. Das ist vorhanden. Aber wir haben auf jeden Fall das Potenzial, hier drüber zu gehen. Vielleicht so auf Sicht von einer Woche, zwei Wochen. Monat sieht gut aus, Woche sieht gut aus und Tag erlaubt ein gewisses Atmen. Das ist für mich hier der interessante Punkt, wenn ich nach oben gehen will. Deswegen, ich nenne jetzt gar keinen Put, weil ich nicht der Meinung bin, wenn ich das alles so sehe, dass wir hier runtergehen. So, und damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.